So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2. Jo. So, wir haben beim letzten Mal nochmal verloren, aber das wird heute nicht mehr passieren. Wir sind pumped, wir sind hyped und wir treten dir da jetzt in den Hintern. Meinst du wirklich? Ich hoffe es. Beim letzten Mal waren wir so dicht dran, das gibt's doch nicht. Wir sind schon wieder dicht dran, ne? Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so groß was wird hier. Ich schmeiß am Anfang erst. Oh Gott, nicht gleich so. Nicht gleich so. Klingt doch geil an. Klingt doch super an. Auf das Vieh kommen wir auch. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Eventuell sogar noch was Mächtigeres. Wir haben Leogun. Der ist gut, der nützt uns aber noch nichts. Ja. So. Deswegen machen wir jetzt was Besseres, als er da hat. Obwohl, warte mal. Oder wir machen es so rum. Oder wir kriegen einfach genau das gleiche raus. Können wir auch machen. Ich sollte es töten, bevor es noch stärker wird. Dammit. Weißt du, als ich diese 2350er-Fusion entdeckt habe, dachte ich, ja. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr verlieren. Ja, Pustekuchen. So leicht kann man sich irren. Ein Kuchen, der gepustet wird. Ein Pustekuchen. Ja. 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 Schön, ne? So. Wir nehmen natürlich nicht das nachteilige Element. Wir sind ja nicht blöd. Das ist mir beim Farmen ein paar Mal passiert. Bist du dir da sicher, dass wir nicht blöd sind? Zumindest nicht mehr als sonst. Was kommt da jetzt bei rum? Oh Gott. Ha! Es ist nicht stark genug. Bin ich mal gerade am überlegen. Ich glaube, die drei hier ergeben eine Sandhexe. Oder nix. Nix ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber wir haben die Lebenspunkte fast angeglichen, bis auf 50. Na, immerhin. Das langsame Schritte höhlen den Stein. Nee, das ging irgendwie anders. Egal. Das ging anders, also passt schon. Das passt schon so, ja. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund. Aber es ist immer noch schwächer als unser anderes Vieh. Wir haben 2350. Wir müssen jetzt irgendwie mächtiger als alles andere werden, sonst haben wir hier keine Chance. Aber irgendwie traue ich mich auch nicht, den Komori-Drachen wegzuwerfen. Was meinst du? Ich meine gar nichts. Mach einfach. Ich traue mich nicht. Wir machen, was auch immer dabei rauskommt. Den da. Auf der anderen Seite, vielleicht baiten wir sie ja einfach ein bisschen. Weil der Fluch des Drachen ist mir halt einfach zu wichtig. Der kann in so vielen Situationen sowas Gutes bewirken. Wenn wir da jetzt irgendeinen Murks machen und am Ende verlieren wir deswegen.
Später Tropfen, später Tropfen. Da kann jetzt auch ein bisschen weniger stetig werden, der Tropfen. Oder nee, schon stetig, aber ein bisschen größer bitte. So, also kein Tropfen mehr. So. So. Wir haben aber einen Raigeki. Das heißt, egal was passiert, wir haben eine Rückversicherung. Und ich hoffe, dass wir vorher noch ein bisschen Schaden anrichten. Oh Gott, was kommt jetzt? Wäre das nicht nochmal so ein Vieh? Okay. Der ist kein Problem, der kann uns nichts tun. Drachen, die bellen, beißen nicht, oder wie ging das? Nee. Nee? Nee. Das da könnte ein Fluch des Drachen sein. Könnte es das? Ja. Könnte. Ja, dann hau rein. Nee. Sind wir tödlich? Nee, ne? Also mit dem einen Ding schon, aber mit dem anderen nicht so sehr. Nee, ich meinte gesamt. Ach so. Nein, sind wir nicht. Aber nächste Runde sind wir tödlich. Nächste Runde sind wir tödlich, korrekt. Und zwar ziemlich sicher, egal was passiert. Und zwar ziemlich sicher, egal was passiert, richtig. Das Vieh ist mir jetzt so egal. Wir gewinnen jetzt. Ja, wir haben gewonnen. Leute, es ist geschafft. Wir haben gewonnen. Ja, unfassbar, ey. Unfassbar. Ich möchte jetzt einfach mal gucken, was bei rumkommt. Ja, geht. Nee, okay. Wollt bloß gucken. Keine Sorge, ich versau's nicht. Super. Wir haben endlich gewonnen. Festungswahl, danke. Danke, wir Festungswahl. Endlich haben wir gewonnen. Und alles nur dank dem Festungswahl. Oh, warte, wer hatte die jetzt gesprochen? Ich glaube, ich hatte die gesprochen, genau. Oh mein Gott. Tschüss. Oh, jetzt tut sie mir leid. Ja, sie war ja auch total nett. Aber ihre Karten waren... Die hat halt gesagt, Entschuldigung und so und alles und was weiß ich. Und das ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt, aber einen schaffen wir bestimmt noch. Ja, komm, locker, flockig. Bei OBS müsste man eigentlich auch sehen, wie lange du schon aufnimmst. Echt? Ich habe jetzt Streamlabs OBS. Das sind jetzt nämlich die ersten Parts, die wir hier mit Streamlabs OBS aufnehmen. Und nee, ich sehe es hier nicht. Ich habe tatsächlich keine Anzeige. Ach so, ja, okay, gut. Normalerweise im normalen OBS siehst du unten rechts, aber hier sieht man es tatsächlich nicht. Gut. Vielleicht kann man das auch irgendwie einstellen und ich habe es bloß noch nicht. Keine Ahnung, ich habe es vorhin erst installiert. Kann schon sein. Egal, los geht's. Den hast du gesprochen. Ach, hier richtig. Turnier, Halbfinale, Wolfpass gegen Isis Ishtar. Ich bin bereit. Und du? Ich bin bereit. Um es mit den Worten von Oliver Kalkofe zu sagen, ich war noch niemals breiter. Ich bin bereit. So. Jederzeit. Moment mal, mir fällt gerade mal was ein. Ja. Aber nee, das heben wir uns auf, weil ich möchte erstmal gucken, was unser Gegner oder unsere Gegnerin hier so auf dem Kasten hat. Ja, dann, ich meine, es ist Isis. Also, Massenvernichtungswaffen und. Okay. Und Nerl. Leider nicht Grey, sondern die Mais. Ein Earl Grey könnte ich jetzt echt gut vertragen. Tatsächlich. Der war Dunkelheit. Das heißt, wir bräuchten Licht, um ihn kaputt zu machen. Mhm. Licht haben wir gerade aber nicht. Licht, das gibt es hier nicht. Deswegen versuchen wir jetzt was anderes. Wir brauchen wirklich stärkere Wasserviecher.
Ich lasse diesen Earl hier nicht einfach frei rumlaufen, weil ich mir sicher bin, die kann auch irgendwas über 2000 fusionieren. Aber mit Sicherheit kann die das. So, Teddybär und Elfenschwertkämpfer ergibt dunkle Elfe, aber wieder nur 2000. Ich weiß nicht, irgendwie macht es mir Angst, dass sie bisher nur bei 2000 bleibt. Also, naja. Ich weiß ja nicht. Ich hab halt Angst vor dem, was noch kommt. Okay, da geht gar nichts. Dann verteidigen wir erstmal. Okay. Okay. Bis jetzt kann ich damit sehr gut leben. Ja, also... Wer weiß, vielleicht ist das ja irgendwie hier so wie... ne? Ja. 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 Mhm. Schön, dass wir das geklärt hätten. Bin ich auch. Tschüss, ne? Okay. Einen kassieren wir, einen kriegen wir. Ja. Finde ich in Ordnung. Einer für einen, bis wir unseren Festungswahl wieder auf dem Feld haben. Oh oh. Das sieht problematisch aus. Okay. Das sah problematischer aus, als es dann am Ende war. Ja. Also ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit deutlich Schlimmerem habe ich gerechnet. So, wollen wir mal ein bisschen Action? Ja, hau rein. Lass krachen. Sich diese Vor- und Nachteile zu merken, macht das so einfach. Oh ja. Absolut. Aber irgendwie bisher ist sie relativ handsam im Vergleich zu unserem letzten Gegner. Also eigentlich schon, ja. Das Mädel war stärker auf jeden Fall. Ich probiere einfach ein bisschen rum. Gut, also theoretisch Verteidigung hätten wir. Ja. Ich bezweifle, dass sie durch 2400 durchkommt. Das ist ja tatsächlich auch das Vieh, das Bakura hier im Spiel als sein stärkstes Monster hat. Oh. der hat noch andere Angriffsviecher, aber das ist sein bestes Verteidigungsvieh. Und das spielt er auch permanent und ich mach's immer mit meinem Fluch des Drachen kaputt. Oh, oh, oh. Da wird er jetzt brutal. Sie. Ich meine, irgendwann musste sie das doch tun. Das war doch bisher ja aber ziemlich schwach. Ja, bisher war ihre Leistung in der Schule, würde man sagen, ungenügend. Kann man so nennen, ja. So, was kommt da jetzt? Oh. Jetzt wird sie stärker. Oh Gott. Oh oh. Okay, das Vieh müssen wir schnell kaputt machen. Ja. Das hat nämlich den Typ, mit dem es durch unsere Sphinx kommt. Dann, Wir haben nix. Rageki. Moment. Die verdeckte Karte ist im Gebirge, ne? Ja. Mist. Ich meine, ich habe ja gesehen, wie du sie gespielt hast, aber ich wollte trotzdem nochmal nachfragen. Molten Zombie. Oh! Oh nein!
Nee, der reicht nicht. Nein. Verdammt. Nein, Mist, Dreck. Ich weiß zufällig, dass Gebirge auf das Vieh nicht wirkt. Ja, das ist schön. Ich hätte jetzt gerne unseren Festungswahl. Es wäre jetzt der Wahl meiner Wahl, sozusagen. Dammit. So viel zu, sie kommt da nicht durch. Verdammt. Aber noch haben wir nicht verloren. Noch haben wir nicht verloren, aber sie kommt irgendwie immer näher. Sie kommt immer näher, aber noch haben wir den Wahl. Ich meine, sie hat uns doch irgendwie genug.2100 reicht nicht. Wir haben verloren, ne? Ist vorbei. Schluss, aus, Ende, Gelände. Noch nicht. Doch. Ich glaube schon. Weil die kann ja dann noch was spielen. Sie hat drei Viecher auf dem Feld. Und wir haben nur 3000 Leben. Wir haben noch nicht verloren. Hast du mich verstanden? Ich würde es dir gerne glauben, aber ich zweifle das gerade, wenn du... Ich fülle gerade ein Formular aus. Und da habe ich schon hier, ne? Gerade statt meinem Nachnamen habe ich Schade eingegeben. Okay, jetzt haben wir verloren. Ich habe gedacht, wir kriegen noch eine Fusion mit dem Aquadrachen zusammen. Dann haben wir jetzt tatsächlich verloren. Ja. Ich habe es doch gesagt. Du hast nichts getan, um mich des Gegenteils zu überzeugen. Ich dachte, wir kriegen einen Aquadrachen raus. Ich habe mich geirrt. Falsch gedenkt. Ziemlich falsch gedenkt. Isis hat gewonnen. Verdammte Terroristen. Ja, ich wollte es gerade sagen, hier. Und wieder einmal gewinnen die Terroristen. Wir hätten es echt besser hinkriegen können. Aha, ja. Verdammt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ihr lasst uns jetzt ein nettes Kommentar da. Daumen nach oben. Mein Sieg war vorbestimmt. Ich habe mein ganzes Leben duelliert. Viel Glück und tschüss. Hey, es war gar nicht mal so böse. Also ich hätte jetzt erwartet, dass sie richtig böse wird. Ja, also ich auch. Richtig... Na gut, Leute, ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann schlagen wir bei den Terroristen zurück. Genau. Tschüss. Hier bei Yu-Gi-Oh! Ach so, ja. Forbidden. Ja. Memories. 2. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.